Guten Morgen, es ist ein neuer Tag und die Sonne scheint und es ist mal wieder Wochenende, als ich vlogge und ja, da schläft Dennis, aber ich bin extra laut, damit er aufwacht. Mäusle, aufwachen, aufwachen. Milo, der Chiller, der befindet sich hier im Bett. Hallo Milo, guten Morgen. Guten Morgen, du kleine Stinker. Hast du gut geschlafen? Hast du gut geschlafen? Ja. Boah. Milo, wo ist der Papa? Zeig mir mal, wo der Papa ist. Das machen wir jeden Morgen. Wo ist der Papa? Wo ist der Papa? Ja, Fangina, da ist dein Papa. Ist das dein Papi, Milo? Wo ist der Papa? Wo ist dein Papa? Wo ist dein Papa, Milo? Wo ist der Papi? Ihr Feiner, guck mal. Da ist der Papa. Voll verpennt. Das ist auch noch verpennt. Milo, du bist im Video. Stell dich jetzt mal schön an, weil das sehen ganz viele Menschen. Oh. Wie er immer schnauft. Oh Mann, Milo, ich liebe dich so sehr. Milo ist echt der beste Hund. Guck mal, wir haben 11 Uhr und er wird immer noch nicht aufstehen. Ja, aber ich werde jetzt gleich mit dem Gassi gehen. Schau mal, was gerade im Briefkasten war. Und zwar von Thomas Sabo ein Armband mit der Gravur. Fokussiert. DP. Dennis und Patricia. Und zwar konnte man das bei Maren machen auf der Hochzeit. Und das kam jetzt halt an. Und wir freuen uns sehr darüber. Dennis hat auch eins, gell? Ich hab auch eins. Mach's auch gleich auf. Vielen Dank. Verbrecherbild, Leute. Ih, wie lauf ich? Richtig hässlich. Aber wo bin ich dahin? Das würde ich auch gern wissen. Auf jeden Fall. Was machst du so von dort? Auf jeden Fall habe ich da gerade einen Brief bekommen, dass ich nicht gezahlt hätte. Und dann dachte ich so, krass. Bin ich einfach weitergefahren, weil ich so. Aber meine Karte hat es irgendwie nicht genommen und ich muss es einfach beweisen. Du kannst auch einfach so, wir können nachher vorbeigehen. Ja, oder zahlen, wenn ich vorbeigehe. Aber war so der Zettel, Kraftstoff nicht bezahlt? Ja, ich habe den Zettel ja mitgenommen, der müsste irgendwo sein. Wo ist der? Keine Ahnung. Also meine Karte ging da irgendwie nicht im Gerät und sie hat es nicht bemerkt und ich habe es nicht bemerkt. Ich habe alles so umsonst getan. So, wir frühstücken jetzt. Yummy. Dennis singt. Milo frühstückt auch. Und die Garnelen sind so lecker, die sind vom Aldi und sind mit Tomaten Chili, aber die Chili darf man echt nicht essen. Die ist richtig krass scharf. Ja. Ja, kannst du mein Messer raus. Milo, hast du deine Bahn hinter mir? Gibt's für Männer auch. Gell, wir gehen am Baggersee. Katrin haben wir jetzt auch im Schlepptau. Hallo. Und Dennis fährt. Und der Milo, der hat seine Badeente mit. Gell, Milo, jetzt gehen wir an den Hundebaggersee. Extra für dich. Ja, extra für dich gehen wir an den Hundebaggersee. Kleine Zicke, gell? Kleiner anstrengender Hund. So, wir sind jetzt da. Milo will ins Wasser. Er kennt sich hier schon aus, aber wir waren schon zweimal hier. Gell, Milo? Upsa. So, wir legen jetzt direkt hier am Baggersee. Hier haben Dennis hat seinen Schirm aufgebaut, dass er nicht rot wird, gell? Juli profitiert auch davon. Juli auch. Da haben wir Wassermelonen. Hier, das ist die Wassermelone, die ich heute Mittag geschnitten habe. Ich hoffe, sie schmeckt. Mhm. Die ist ein bisschen mehlig. Okay? Aber so ist okay. Wie es geht. Aber nicht richtig kalt. So schlimmer als mehlig. Oha, willst du, dass deine Zähne einfrieren? Ja, richtig geil kalt. Du hast eine Cam doch dabei. Nee, das ist Patty, ich vlog, wie sie macht. Weekend-Vlog, gell? Ach so! Ja.
Paddy ist übrigens mit Milo zu einer anderen Frenchie. Und keine Ahnung, das sah für mich aus, als würde sie Milo mit dem anderen paaren wollen, Alter. Aber das ist ein Männchen. Echt? Ja. Ah, okay. Aber Milo schiebt es noch nicht ganz so. Nee, ich glaube auch. Ja, deswegen ist sie gerade nicht da. Juli ist da. Ich bin da. Milo ist da. Alles klar. Milo, wie war's denn Milo, mit deiner Liebe? Anna? Schwuli, er hat versucht, ihn zu besteigen. Milo. Die hilft, ja, die ist 50er. Nein, die hebt auf nach dem Wasser, ja, ja. Das ist wasserfest. Okay, Anna. Willst du uns filmen, wie wir ins Wasser gehen? Ja. Darauf habe ich schon den ganzen Tag gewartet. Warte kurz. Ich trage sogar Schuhe, weil ich. Weiß ich gerade gar nicht, wo ich die Anna anziehe. Ich habe Kanten an. Was? Ich habe Schuhe an. Ja, ja, ich weiß. Da ganz fein. Und schwimmen, Milo. Komm. Komm, ich nehme dich einfach rein. Du böse Mutter. Okay, jetzt zurückschwimmen. Ja, Tola, feiner Weg. Panik. Nein. Hey. Willst du das zurückziehen? Ja. Da ist auch ein großer Hund. Ah, der große Hund, der schwimmt voll toll. Da tut die ganze Zeit so ein Ding reinwerfen. Guck mal, dieser Hund da. Tu den ganzen Ding reinwerfen und dann nimm das wieder zurück. Mach Milo, wenn er okay, der ist auch ganz nass. Ups. Milo, komm mal her! Ich kann doch nicht. Milo, gell, das ist eine böse Mutter, hast du. Komm mal hier! Steini! Du denkst dich so, ja, genau. Ja. Dummi! Irgendwie ist es viel zu nah dran. Ist das normal? Bei einem anderen sieht sie groß aus. Kissy ist groß. Wir sehen aus, als wären wir gerade so im Urlaub. Spanien oder so. Aber nein, wir sind hier in Karlsruhe. Müssen wir hier reinschleppen oder so? Was hattet ihr? Weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ich spiele meiner Film und ich schick's dir. Nee. Passt, ich mach. Nee, heute nee, Pause. Die Qualität ist nicht so gut. Nein. Das ist ein richtiges Traumperle, da Hanne. Ja, mein Big Boy. Dennis ist vergangen. Jetzt? So, wir sind jetzt hier am Baggersee. Schon länger. Okay, Milo, du genießt. Aber er möchte immer mit Hunden spielen, aber die Hunde wollen nicht mit ihm spielen. Irgendwie mögen die den nicht. So Leute, wir sind wieder zu Hause, aber gerade wieder auf dem Sprung. Ich habe nur schnell mich abgeduscht und wollte euch mal schnell mein Outfit zeigen. Und zwar ist dieses Oberteil, Crop Top von Zara. Das war Sale, 3,99 €. Dann die Hose, die Mom Jeans, würde ich jetzt mal dazu sagen, ist von Naked. Und die Schuhe sind von Steve Madden und ich finde die voll, voll schön. Bisschen unbequem, aber schön. Und den Pulli, den ich mir für heute Abend mitnehme, boah, der ist richtig schön. Der ist vom H&M und ich glaube, das ist neue Kollektion. Und ja, jetzt gehen wir los, denn die Cousine von Dennis feiert 50. Geburtstag und wir sind mal wieder spät dran. Und der Milo darf auch mit. Natürlich.
Voll niedrig ist. Ja, sehr gut. Komm jetzt direkt. Voll krass, die Kamera hat voll, noch voll das gute Licht. Wir sind jetzt noch in einer Bar. Schaut mal, Milo hat einen extra Sitzplatz. Dennis. Hi. Hi. Genau. Und guten Morgen, ich habe mich gestern nicht verabschiedet. Heute ist Sonntag. Heute geht auch dieser Vlog online. Das ist nicht, dass ihr irgendwie verwirrt seid. Ich habe jetzt gerade Brot getoastet. So. Und jetzt schmiere ich mir und Dennis ein Frühstücksbrot. Und der Milo kommt schon, weil er möchte Gassi gehen. Gell, Milo? Mit Gassi gehen. Okay? Wir gehen gleich. Schatzi, wachst du auf? Ja, Dennis ist schwach, nur der braucht immer noch länger als ich aus dem Bett zu kommen. Ja. Anscheinend gibt es so eine richtig krasse Kamera von Sony, die ist sofort fokussiert. Und da ist man innerhalb von Sekunden scharf. Aber die wäre voll teuer, aber ich glaube, das ist schon eine Anschaffung wert, weil mich stört das manchmal, dass es so lange dauert, bis es scharf ist. Übrigens habe ich hier oder hier im Video eine Infokarte und da könnt ihr mal beantworten, wie ihr meine Vlogs findet und ob ich das jetzt regelmäßig wirklich so machen soll, also wirklich jeden Sonntag, dass da ein Vlog hochkommt, online kommt, vom Samstag und Sonntag aktuell. Genau. Und jetzt frage ich mich gerade, was ich mit dem Brot mache. Ich glaube, ich mache Frischkäse mit Marmelade. Das habe ich schon lange nicht mehr gegessen. Dennis mag sowas süß. Kombiniert es nicht. Das kann ich bei dir lassen. Ich habe übrigens ein bisschen aussortiert. Das hier ist meine Altkleidersackwäsche. Und hier, das da hinten muss ich aufräumen. Und die Wäsche müssen wir gleich abhängen. Ja. Aber jetzt gehe ich erstmal so Gassi. Wir wohnen eh in einem Dorf, da guckt keiner und da ist fast niemand draußen und es juckt wahrscheinlich eh keinen, wie man rumläuft. Geh, Milo, du willst jetzt Gassi gehen. Er ist jetzt schon beleidigt. Kann man ja auch verstehen. Milo, bist du schon beleidigt? Sollen wir jetzt Gassi gehen? So, wir warten gerade auf Dennis. Ich esse hier gerade einen Apfel aus dem Garten. Ich finde immer, diese nicht gespritzten Äpfel werden immer voll schnell braun. Und der ist richtig sauer. Heute ist das Wetter voll schön. Voll geil, dass es noch so spät im August so warm ist. Ich glaube, ich habe euch ja schon erzählt, dass wir hier eine Baustelle haben. So sieht's hier aus. Hier drin geht's Milo. Er knurrt. The forest is our hood. Guck, ich sehe doch schon aus wie so ein Waldgespenst. Und Dennis hat Angst vor Wildschweine. Du hast Angst vor Wildschweine. Du hast Angst vor Wildschweine. Ich möchte halt einfach keinen begegnen. Ja, wir haben hier ein Wildschwein damals ausgesetzt. Falls ihr die Story noch nicht wisst, ich habe mal ein Wildschweinchen gefangen. Und der Förster und ich, wir haben es hier ausgesetzt. Und Dennis hat jetzt Angst. Weil hier anscheinend so viele sind. Aber ich glaube, jetzt hat es am helllichten Tag hier Wildschweine auf uns lauern. Ja. Und jetzt würde ich sagen, ich beende diesen Vlog. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Der Weekend-Vlog. Und vergesst nicht,
dem Video einen Daumen hoch zu geben. Daumen das habe ich gefallen. Ne? Kackabeutel. Und vergiss auch nicht, die Frage zu beantworten. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.